Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge vom Outlast, meine ich natürlich. Ja, wir müssen hier rauskommen und zwar in den Aufzug, durch den Aufzug, eher gesagt. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier wieder rauskomme. Ah! Okay, alles klar, der hat mich. Ja. Direkt einen Tod zu Beginn. Ich habe auch nicht gedacht, dass der direkt um die Ecke schon hockt. Aber ich habe den... Was? Ich habe den Schlüssel und ich weiß nicht, wo es lang geht. Ah, nee. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Oh, hier nicht. Nein, hier, lass los! Aua! Ah. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin. Los, hoch! Oh Mann! Gut. Okay. Wie komme ich jetzt raus? Mist! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein! Oh Mann, ey, ich finde den Weg nicht. Leute, ich finde den scheiß Weg nicht. Ach da! Mama! Lasst mich in Ruhe! Na, du bist auch selten dämlich, ey. Okay, das war ein bisschen doof, mir die Tür vor der Nase selber zuzuhauen, aber naja. Nein, hier nicht rein. Doch, hier rein. Tschüss. Okay, okay, schaffe ich das? Jo! Boah, ich hab's geschafft! Was? Oh ne! Oh! Ah.
Ah, toll, und jetzt? Schöne! Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Ich denke mal, ich muss nach unten, weil, ne? Das war auch klar. Huch, da war da ein Spalter. Teamwork, ist klar. Oh Mann, ey, wenn er schon speichert, das heißt nichts Gutes, Leute. Boah, da kommt der Dicke bestimmt wieder. Thank God you survived. I feared that would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ja, super. Hier ist es stockduster. Oh. Das ist doch eine Kamera. Gut, sonst ist nichts hier drin. Das heißt also hier lang, das ist echt sowas von gemein hier. Das ist ein unkleider Raum von den Polizisten. Verstecken heißt ja schon mal gar nicht Gutes, ne? Und nochmal ein Dokument, was wir uns natürlich auch reinziehen werden. Krankhafter Verfolgungswahn. Sehr geehrter Mr. Wolf, ich kann schon gar nicht mehr lesen hier, verdammt nochmal. Bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 53-19-20 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Vorstellungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger. Okay, der arme Mann, der brauchte wohl nicht zu kündigen. Wie komme ich hier raus? Ach so. Okay, hier ist nichts. Ich gehe lieber mal, weil ich... Oh. Upsa. Wo muss ich denn lang? Also hier lang. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Okay. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get
Wenn ich die Sprinkleranlage nicht anmachen will, das ganze Ding kann von mir aus ruhig abfackeln hier. Komme ich denn hier raus? Nee, von da komme ich doch. Muss da schon hier raus. Oder auch nicht. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Upsa. Nö, da war es schon mal nicht lang. Ach, ich muss da drunter durchkrabbeln. Sag das doch. Ich denke mal, ich muss zuerst hier lang, oder? Nee, hier nichts. Die Musik ist schon mal cool gemacht. Das ist zu. Oh, das hört sich wieder ekelhaft an. Oh Mann. Wieder ein Dokument. Schauen wir uns das auch nochmal an. Denkt dran, ihr könnt auf Pause drücken. Ich gehe das nur einfach nur so ein bisschen durch. Okay, das ist jetzt nicht so lang. Hier Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Erfolgsberater zu erhalten. Okay, alles klar. Möchte ich lieber nicht, dann würde ich das schon verheimlichen. Also hiernach habe ich bestimmt Albträume. Ja, sag mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Nö, ich hab keine Ahnung davon viel. Scheint wohl so, als wenn ich hier nicht durch muss. Aber geht doch nicht anders. Hier ist doch kein Platz sonst. Ach, da. Okay. Öffne zuerst die zwei Ventile. Aha, welche? Welche zwei Ventile? Oh nee. Geh rein, schnell! Oh, das glaube ich aber nicht, da ist der wieder da. Habt das gesehen? Der Dick ist wieder da. Hör auf zu atmen. Kommt er noch hier rein oder nicht? Oh, anscheinend nicht. Irgendwo ist er gerade. Ich hab's. Da ist er.
Ich weiß verdammt nicht mal, welche Dinger der meint. Okay, hier ist eine. Die zweite. Also hier kommt er eh nicht durch. Scheiße! Du hast nichts gehört. Nein! Alles klar. Mist, verdammter. Den ersten, den habe ich jetzt gemacht gehabt, ne? Das war ja... Klaro, ne? Ich würde hier gerne mal reingehen, gucken. Ach, da war ich schon drin. War das der, ne? Mit den... Wo ist es denn jetzt? Da sieht es nämlich so aus, wenn da etwas drin wäre hier. Ja, hier war ich ja schon drin, ne? Da habe ich ja den, die Akte hier gefunden. Okay, Mr. Kette höre ich jetzt nicht. Ach so, das ist ja... Ja klar, ich muss jetzt erstmal wieder hier durch, ne? Ne, von hier komme ich. Ne, dann bin ich ja doch richtig hier drin. Draußen. Verdammt. Ach so, ja, okay. Zwei Stück auch noch, das ist echt voll gemein. Siehst du, da ist er nämlich wieder. Okay, ich gehe da mal direkt da rein. Bevor der nachher wieder so Ewigkeiten braucht hier meinen Charakter. Mann, 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 Leute, echt, ey, schaffen wir das nochmal? Nimmt und nimmt kein Ende. Wir waren schon im Aufzug in Richtung Erdgeschoss. Gucken, ob der hier reinkommt. Scheint so, als wenn ja. Yeah.
Oh Gott, so kommt doch. Und er hat gesagt, er geht wieder. Ups. Wo ist er? Wo ist er denn? Hey! Ich hab keine Ahnung, ich hab ihn doch niemals erschrocken. Ich hab keine Ahnung, wo der war. Ach, echt jetzt, Mann. Okay, auf ein neues. Ich höre ihn zwar, aber ich weiß es nicht, ob er zu mir kommt oder nicht. Scheint so, als wenn ja. Ich glaube, ich gehe den gerade entgegen. Ich kann ihn zumindest hören. Was ist das für ein Raum? Okay. Okay, da habe ich wieder einen. Jetzt habe ich den gefunden, jetzt finde ich den anderen wahrscheinlich nicht mehr. Da kommt er angelatscht. Oh Mann, ey. Der ist hier drinnen. Er geht langsam wieder, oder? Ich glaube, er geht wieder. Ich glaube, er ist weg. Meine Leute, ist das eine Spannung mit der Musik? Oh. Er ist genau dahinter. Da ist er.
Oh Mann. Ich sehe nicht mehr. Oh Mann, ich glaube, der geht genau darum, wo wir hin müssten. Der wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier rumkommt oder nicht. Okay. Er hat uns nicht gesehen. Bis hierhin schon mal gut. Wir haben beide als, was? Kostet nächstes, wenn du was? Nein, will ich nicht. So, das haben wir jetzt auch schon mal. Dickerchen kommt ja nicht da durch. Was für ein Perversling. Kann ich nicht nochmal speichern? Geh nur hier mal durch, weil ich weiß, der kommt hier gerade entlang. Ich weiß nicht, wo ich hin kann, wenn der... Ach, Glück. Gut. Komm, verpiesel dich, Mann! Geh weg! Danke! Was meint er? Soll ich's wagen? Oh, ups! Ob ich's wage oder nicht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bei Outlast. Bis dann, euer Wobra. Ciao, ciao, lasst einen Daumen da!